Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir hier in Thalheim und das hat einen guten Grund, denn einer der Höhepunkte in der Faschingssession dieses Jahr, das ist natürlich der Umzug hier in Thalheim am Sonntag. Und wir werden heute mal ein bisschen Einblick erhalten in die Höhepunkte des Faschingstreibens in diesem Jahr, von den bisherigen Umzügen und von dem, was noch ansteht. Und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, was hier alles vorbereitet wird, auf was sich die vielen Besucher am Sonntag dann freuen können, wenn 65 Gruppen unterwegs sind mit rund 2500 Beteiligten. Und zwei davon, das ist das Prinzenpaar und zu denen gehen wir jetzt mal. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Mottowagen des Prinzenpaars und zwar Prinzessin Tine und Prinz Riedel. Warum wird man denn Prinzessin bei so einer Faschingssession? Weil es für mich ein lang gehegter Traum ist und der ist jetzt endlich in Erfüllung gegangen. Seit 50 Jahren im Verein. Und jetzt darf ich endlich Prinzessin sein. Was hat man denn für Rechte als Prinzessin hier im Fasching? Alle. Alle? Alle Rechte haben wir. Alle Rechte. Als Prinzenpaar dürfen wir. Und was macht ihr die ganze Zeit? Was sind so eure Aufgaben? Also wir sind auf verschiedene Veranstaltungen. Das fängt an, dass wir also zu Beginn der Saison bei Ordensabende, bei anderen Gesellschaften auftritt, man zu Prunksitzungen geht, Umzüge macht. Und natürlich kommen da die sozialen Aspekte noch dazu, dass man zum Beispiel, wie gestern, waren wir bei den beschützten Werkstätten hier. Und was ist das Besondere, ganz Besondere am Fasching, was am meisten Spaß macht? Die Fröhlichkeit, das Zusammensein. Und am Sonntag kribbelt es dann ganz besonders, wenn man dann ein Heimspiel hat? Also wenn man die eigene Veranstaltung hat, klar. Das ist immer dann der Höhepunkt eigentlich für jeden selber. Man hofft natürlich dann auch, dass das Wetter mitspielt. Ellhofen hat es sehr vorgemacht. Wir haben denen dann gesagt, sie sollen uns das gute Wetter dann für nächstes Wochenende mitbringen. Schauen wir mal, ob es klappt. Da wünschen wir alles Gute. Und apropos Ellhofen, jetzt schauen wir uns mal ein paar Ausschnitte von den bisherigen Umzügen an. Vielen Dank und viel Spaß am Sonntag. Dankeschön. Danke. Ja, jetzt bin ich hier auf der Elferratskutsche, die dann am Sonntag ab 13.31 Uhr auch mit dabei sein wird. Rund 2,5 Stunden dauert dann der Umzug und man erwartet rund 15.000 Besucherinnen und Besucher. Und wie in allen Umzügen gibt es ja so den freiwilligen Beitrag von 3 €, weil das Ganze muss natürlich auch auf die Beine gestellt werden, damit es so farbenfroh ablaufen kann, wie es bis dato schon in dieser Kampagne beispielsweise in Brackenheim war, wo ja der Umzug schon stattgefunden hat und wo wir auch mal einige Bilder von diesem Jahr zeigen können. Und der zweite große Umzug, das war ja dann derjenige in Ellhofen, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Und das Ganze bei optimalen Witterungsbedingungen, auf die man natürlich auch hier in Thalheim hofft. Es war eine sehr kurze Kampagne, aber eine sehr, sehr intensive. Denn wenn es hier in Thalheim rum ist, dann geht es nächste Woche gleich weiter mit den Umzügen in Bad Rappenau. Auch da haben wir natürlich einige Aufnahmen aus den vergangenen Jahren vorbereitet und anschließend dann nach Bad Wimpfen. Und dann ist jeden Tag was geboten in Binswangen und dann der Abschluss natürlich wie immer in Gundelsheim. Also jetzt erstmal Thalheim und wir begeben uns jetzt mal an den Ort des Geschehens und da haben wir dann auch noch ein paar Mitwirkende original in ihren Kostümen und die schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt sind wir hier am Ort des Geschehens, was so eine Art Generalprobe. Und wenn wir mal die Bilder aus der Vergangenheit anschauen, dann sehen wir, was da während des Umzugs alles los ist an dieser neuralgischen Kreuzung sozusagen, wenn sich die Gruppen treffen. Und das wird auch dieses Mal wieder der Fall sein. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen sehen, was ist das Besondere hier am Sonntag vom Umzug in Thalheim. Das Besondere bei unserem Umzug in Thalheim ist, wir haben ja sehr, sehr viele Gruppen eingeladen. Da trifft die schwäbisch-alemannische Fasnet nicht immer auf das Karnevalistische. Wir haben ganz viele befreundete Gesellschaften, die im Stuttgarter Raum sind, die ganze Unterländer kommen. 65 Gruppen habt ihr. Ja, ganz genau. Wie macht ihr da den Plan, wer wo wie läuft, dass nicht so viel Musik sich übertönt oder wie ist das? Unseren Zugmarschall tut das einteilen und er hat dann auch immer so ein rollierendes System, dass die dieses Jahr ganz vorne sind, dann nächstes Jahr auch mal wieder mehr nach hinten kommen, dass das einfach auch so ein bisschen gerecht ist. Jetzt haben Sie ja heute jede Menge Bekleidung mitgebracht. Ja, genau. Beschreiben Sie uns doch mal, wen wir da heute alles mit dabei haben. Ja, als allererstes natürlich unser Prinzenpaar. Dann habe ich meinen Vizepräsident, unseren Thomas Müller, mit dabei. Hallo! Hier vorne sitzt unsere Burgstrahlerin, das ist die Karin. Hallo! Und natürlich haben wir auch noch eine kleine Symbolfigur dabei, das ist unsere Prinzenmieze.
Also da haben wir schon mal viele farbenfrohe Kostüme gesehen. Jetzt haben Sie noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Ja, haben wir vorbereitet. Wir möchten Ihnen noch den Order verleihen. Ein Order? Ich habe noch gar nichts geleistet bis jetzt. Wir machen das sehr, sehr gerne. Wir haben nämlich dieses Jahr Jubiläum. Oh ja, 55? Ja, genau. Ja. Und unser Motto ist dieses Jahr lustig mit Glitzer in Blau, 55 Jahre TCV. Und so haben wir es schon richtig krachen lassen in unserer Prunksitzung und freuen uns natürlich jetzt auf den Sonntag, auf unseren Umzug. Auf den ausgezeichneten drei kräftigen Taler! Talau! Taler! Talau! Taler! Talau! Danke! Bitte! Hello! Vielen Dank und viel Spaß am Sonntag. Dankeschön. Dankeschön. Ja, hier geht es sehr fröhlich zu. Nicht ganz so fröhlich sind natürlich die aktuellen Themen aus der Woche. Und da geht es vor allen Dingen auch wieder um die Demonstrationen. Letzte Woche in Heilbronn die Demo gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Und das setzte sich ja fort in Eppingen, in Öhringen und jetzt auch in Neckarsulm. Und das wird sicherlich noch weiter so gehen. Und da wirft natürlich auch die große AfD-Versammlung in der Heilbronner Harmonie ihre Schatten voraus. Und da gab es eine Diskussion, ob man das der AfD untersagen könnte, ob man die Halle nicht zur Verfügung stellen kann. Aber da gibt es eben keine Maßgabe dafür. Sobald da die Parteien anfragen, müssen alle gleich behandelt werden. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass auch da wieder große Aktionen geplant sein werden. Man munkelt sogar davon, dass es eine Menschenkette um die Harmonie geben soll. Darf man also gespannt sein und man muss weiterhin aufmerksam bleiben. Ja, aufmerksam sind auch unsere Leserinnen und Leser, das haben wir gemerkt wieder bei der Lokaltour in Beilstein. Und da ging es unter anderem auch um die Bottwartalbahn. Da gibt es ja noch Diskussionen um die Streckenführung zwischen allen Beteiligten, zwischen den Kommunen. Und die wünschen sich auch eine klarere Ansage aus Heilbronn. Heilbronn ist ja auch beteiligt an der Bottwartalbahn. Und man möchte, dass auch die Heilbronner und auch das Regierungspräsidium sagen, was sie denn eigentlich präferieren und wie sie sich einbringen wollen und sollen. Da ist Klartext gefragt, denn diese Chance, die kommt nur einmal und nicht wieder. Ja, eine große Chance für die Zukunft ist natürlich der KI-Park, IPA in Heilbronn. Und der schlägt weiterhin Wellen. Das haben wir jetzt auch in München erlebt. Bei großen Firmen, Weltfirmen, die sagen, wenn es einen Ort gibt in Sachen künstliche Intelligenz in Deutschland, an dem man zurzeit sein muss, dann ist es Heilbronn. Das ist also schon eine deutliche Aussage. Und es tut sich ja eine ganze Menge. Und da ist dann schon ein bisschen befremdlich, wenn man sieht, dass die Städte in Baden-Württemberg, die sich auch beworben hatten und diesen KI-Park wollten, sich als schlechte Verlierer erweisen, jetzt sozusagen ein KI-Parkle selbstständig ins Leben rufen. Mehrere Kommunen vom Nordschwarzwald über Stuttgart bis nach Karlsruhe und man möchte eine eigene KI-Hochburg bilden. Das ist natürlich Quatsch. Alle Kräfte sollten in Heilbronn gebündelt werden, das hat ja auch der Ministerpräsident gesagt. Und mit den 11 Millionen, mit denen man rund um Stuttgart ins Rennen geht, da lächelt man nur müde, wenn man sieht, was in Heilbronn investiert wird. Und da geht es um mehrere hunderte Millionen für die Zukunft in Sachen künstliche Intelligenz. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.